25 Jahre Mauerfall. Da geht ein anderer, auch wichtiger Jahrestag, gerade leider so ein bisschen unter, um nicht zu sagen fast ganz unter. 3 Jahre NSU-Skandal. Am 4. November 2011 haben sich die Herren Böhnhardt und Mundlos in ihrem Wohnmobil gesagt, okay, wenn die Polizei wirklich zu doof ist, uns zu stoppen, dann machen wir es halt selber. Jahrelang konnten die unbehelligt mitten unter uns leben. Hier zum Beispiel Beate Zschäpe beim Frühsport auf Fehmarn. Genauer gesagt ist das, glaube ich, der Kurs BDM-Aerobic ohne Sport-BH. Leider. Ja, so schön kann der Untergrund sein, Freunde, wenn einen keiner sucht. Der größte Skandal ist allerdings, dass die Ermittlungsbehörden immer noch an ihrer längst widerlegten isolierte Drei-Täter-Theorie festhalten. Nix rechtes Netzwerk, nein, der braune Terror, der ist für immer besiegt. Oder etwas umständlicher formuliert. Diese 3 Personen, von denen 2 nicht mehr am Leben sind und die dritte, die Frau, die sich gestellt hat, die inhaftiert ist, sind im Moment nicht handlungsfähig. Ja, sie hat ja recht. Sie hat ja recht, die meisten Toten sind nicht mehr richtig handlungsfähig. Alle meine Großeltern sind nicht mehr handlungsfähig, aber das nur am Rande. Es ist in diesem Fall ohne Ende vertuscht worden von den Geheimdiensten. Ohne Ende vertuscht. Deswegen ist die Kanzlerin auch ganz bewusst genau vor dem NSU-Jahrestag zum Verfassungsschutz gegangen, hier in Köln, und hat aber mal so richtig auf den Tisch gehauen. Nee, ich sehe gerade, Entschuldigung, sie hat sich bedankt. Was? Überwiegend tut aber mein Dank an diejenigen, die hier täglich Arbeit leisten. Die Videos auswerten, die Menschen verfolgen. Die Akten schreddern, Akten schwärzen, Akten wegschmeißen, die weggucken, die Spuren nicht nachgehen, die ihre braunen V-Leute vor der Polizei waren. Die machen so viel beim Verfassungsschutz. Und sie sind jetzt viel, viel transparenter. Ja, kein Witz, neulich durfte sogar mal ein WDR-Team drehen. Beim Verfassungsschutz. Kein Witz, hier, Originaldurchsage. Im 2. OG finden Dreharbeiten statt. Bitte bleiben Sie in Ihren Büros. Ja! Das Team hat dann 2 Stunden die Kaffeemaschine gefilmt, meine Damen und Herren. Was da alles rauskommt nach und nach, Beate Zschäpe, auch kein Witz, wurde unmittelbar vor ihrer Verhaftung angerufen von einem Handy, das nachweislich auf das sächsische Innenministerium registriert ist. Jemand wollte die warnen. Totales Staatsversagen. Ich begrüße unseren Totalversager-Experten Christian Ehring. Christian, warum gilt der Skandal eigentlich als aufgeklärt, obwohl da gar nichts aufgeklärt ist? Oliver, weil man von dem Thema schlechte Laune kriegt. Es macht einfach keinen Spaß, sich mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz zu beschäftigen. Deshalb muss man das Thema für so eine Sendung hier auch lustiger verpacken. Herzlich willkommen zu NSUps, die Pannenshow. NSUps, die Pannenshow. Verstehen Sie? NSU. NSUps. Ja, verstehe ich. Sie meinen diese Idiotenshow, wo die ganze Zeit dicke Kinder von der Schaukel fallen. Ja, genau. Verrückte Pannen halt. Es passieren so viele ulkige Sachen. Was hat zum Beispiel in Berlin mit den Ermittlungsakten abgelaufen ist? Ich habe mich weggeschmissen. Womöglich Brisantes also landete im Reißwolf. Weil, als im Geheimschutzraum Aktenkartons sortiert wurden, ausgerechnet der Referatsleiter Rechtsextremismus links und rechts verwechselt haben soll. Ups! Ja, alte Regel. Rechts ist da, wo der Nazi links ist. Ja, das sind doch alles keine Pannen. Der Untersuchungsausschuss des Thüringer Landtags, also nicht irgendwelche verrückten Verschwörungstheoretiker, ein Untersuchungsausschuss, hat parteiübergreifend diesen Sommer offiziell festgestellt in seinem Abschlussbericht, dass mindestens ein Geheimdienst, und ich zitiere jetzt, gezielt das Ergreifen des untergetauchten Trios verhindert hat. Die Häufung falscher oder nicht getroffener Entscheidungen und die Nichtbeachtung einfacher Standards lassen aber auch den Verdacht gezielter Sabotage und des bewussten Hintertreibens eines Auffindens der Flüchtigen zu. Ja, ich hab's Ihnen gesagt, Oliver, jetzt ist die Stimmung im Arsch. Ja, toll. Ja, ja, schnell, schnell, schnell. Ein lustiges Bild von einem Eichhörnchen. Haben Sie gesehen? Ja. Das wäre ein Wasserski. Ja. Ein Eichhörnchen. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Ich möchte trotzdem noch kurz zurückkommen auf die Frau aus dem Untersuchungsausschuss, die eben genuschelt hat, Verfassungsschützer haben die Verhaftung aktiv verhindert. Der Verfassungsschutz hat die 3 beschützt. Ja, deswegen heißt er ja Verfassungsschutz. Ne? Der schützt halt. Der wird offiziell festgestellt, dass die Verhaftung sabotiert haben. Und es gibt seitdem kein einziges Ermittlungsverfahren gegen irgendeinen Beamten. Das ist ein Staat im Staat. Ja,
Zugegeben, manches ist in der Rückschau, sagen wir mal, suboptimal gelaufen. Aber es gab auch Erfolge. Zum Beispiel hat ein Zeuge mal Uwe Bönhardt im Auto gesehen. Und da sind aber direkt zwei LKA-Ermittler von ihrem Chef losgeschickt worden. Der Auftrag hat gelautet, fahrt mal raus, damit keiner sagen kann, wir hätten gar nichts gemacht. Also haben wir den Zeugen befragt. Aber wir sollten nichts ermitteln. Es wurde explizit gesagt, kriegen Sie da nichts raus. Und was soll ich sagen, Oliver? Das hat astrein funktioniert. Ja, die haben nichts rausgekriegt. Endlich mal keine Panne. Sie hatten recht, jetzt bin ich auch scheiße drauf. Ich hab's Ihnen gesagt, ich hab es Ihnen doch gesagt. Los, Mats ab. Süß, Jill. Jetzt geht's mir viel besser. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Dankeschön. Die Tanzshow. Christian Ehring.